Erbengemeinschaften sind beim Immobilienverkauf häufig unterschiedlicher Meinung. Herzlich willkommen bei Mein Makler Immobilienwissen. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler. Eine Erbengemeinschaft hat beim Verkauf der Immobilie eine besondere Rolle. Und ich bin heute zu Gast bei dem Fachanwalt für Erbrecht, Herrn Jörg Daube. Willkommen, Herr Frick. Schön, dass ich heute hier sein kann. Heute geht es um das Thema Erbengemeinschaften und Immobilienverkauf. Und ich habe aus meiner Erfahrung als Immobilienmakler halt festgestellt, dass da doch häufig unterschiedliche Meinungen einfach auftauchen, was am Ende des Tages dazu führt, dass der Prozess, der eigentliche Verkaufsprozess, doch manchmal sehr holprig ist. Was haben Sie für einen Rat für Erbengemeinschaften? Also, dass Erbengemeinschaften unterschiedliche Auffassungen haben, ist eigentlich vollkommen normal. Das sollte man nicht überdramatisieren, sondern ich denke, das ist natürlich, weil der eine sehr an der Immobilie seiner Eltern hängt, die ihm auch ins Herz gewachsen ist, vielleicht als Kind da aufgewachsen. Der tut sich schwer mit dem Verkauf. Der hat auch vielleicht ganz andere Vorstellungen über den Preis, den man damit erzielen kann, weil es ja auch einen sehr hohen ideellen Wert für ihn hat. Der andere sagt, ich wohne gar nicht in der Nähe, die Immobilie spielt für mich keine Rolle, ich brauche eher das Geld. Also haben wir schon eine unterschiedliche Gemengelage. Manchmal löst man das nur, indem man wirklich Ruhe bewahrt, auch wirklich sich Zeit nimmt für diesen Klärungsprozess im Vorfeld, weil das hinterher viel schneller geht, wenn man eine Einigkeit unter den Erben hat. Also Einigkeit der Erben untereinander ist ein wichtiges Thema. Und die Frage, wie kommt man natürlich dann dahin? Mhm. Aber manchmal spielt die Zeit und das Zuhören und das Wahrnehmen eine Rolle, weil sich manchmal ganz praktische Fragen ergeben, man gar nicht die Möglichkeit hat, das Objekt selber zu bewohnen und es sich automatisch vielleicht nur die Lösung ergibt, es zu verkaufen. Gerade was das Thema Preis angeht, glaube ich, ist schon die größte Schwierigkeit, weil viele Erbengemeinschaften werden ja zwangszusammengesetzt und hier geht es letztendlich auch für mich erstmal als Makler darum, den marktgerechten Preis zu ermitteln und letztendlich auch zu transportieren, dass auch der akzeptiert wird. Weil genau der Punkt eintritt, für den einen ist das Haus eine Million wert, aber am Markt bringt es nur 500.000 als Beispiel. Und da ist, glaube ich, auch der Fachmann gefordert. Ich glaube, da sind alle Erben gut beraten, wenn sie zu einem guten Makler gehen, der wirklich die Marktsituation kennt, der auch realistische Dinge damit einbringen kann, weil die Erben sich oft ja überfordert fühlen, weil sie sind ja keine Immobilienprofis. Sie haben eine Idee oder eine Hoffnung oder weil sie sagen, ja, wir brauchen das Geld, dass das vielleicht doch mehr bringt, als vielleicht die Realität abbildet. Und ein guter Makler begleitet die Parteien und bringt da auch eine Objektivität in den Prozess und hilft damit auch den Erben, dann wirklich realistische Ideen zu entwickeln zum Verkauf. Was mir aufgefallen ist, was auch unheimlich praktisch ist, gerade wenn man mit Erbengemeinschaften zu tun hat, die so, ich sage jetzt mal, dezentral sind, wo die Erben auch in unterschiedlichen Städten wohnen, dass es einen Bevollmächtigten gibt, der die Erbengemeinschaft auch vertritt, nach außen hin. Das ist für mich in der Kommunikation natürlich deutlich leichter. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Ihnen läuft, gerade wenn es um erbrechtliche Themen geht oder dann am Ende natürlich um notarielle Themen. Also ein wichtiges Thema. Also wenn alle Erben, wenn es vielleicht 3 oder 4 Kinder sind, zusammen mit dem Makler Kontakt haben, mit den Käufern Kontakt haben, dann bringt das viel durcheinander. Ich denke, da braucht auch der Käufer oder der Makler eine Klarheit, eine Bezugsperson, einen Ansprechpartner. Die Kommunikationswege müssen einfach und klar sein. Aufpassen aber, nicht, dass dann einer, der die Feder da führt, die anderen bevormundet, weil dann kann es eine Gruppendynamik geben und das führt dann häufig dazu, dass andere dann doch beim endgültigen Verkauf nicht zustimmen, denn am Schluss müssen alle mit zum Notar und unterschreiben, auch wenn sie es vielleicht nicht selbst vor Ort mit unterschreiben, sondern dann später genehmigen, aber alle müssen mitwirken, nur dann kann man es verkaufen, aber die Struktur ist wichtig. Jetzt gibt es ja auch gerade beim Immobilienverkauf immer gewisse Dinge, die auch vorbereitet werden müssen. Nämlich so eine Immobilie muss auch leergeräumt werden, weil eine Erbengemeinschaft entsteht ja in der Regel durch Tod. Ja. Und da sind natürlich auch Aufgaben, die an die Erbengemeinschaft gestellt sind, die nicht nur mit dem Immobilienverkauf zu tun haben. Gibt es da denn auch nochmal einen Rat von Ihrer Seite, wie sich so eine Erbengemeinschaft gut aufstellen kann, um sich nicht zu zerstreiten durch so einen Fall? Also es hilft natürlich immer Kommunikation. Das ist immer die Grundbasis. Wenn man miteinander reden kann, wenn man eben alle mit einbezieht und dann guckt, wer braucht noch was, wer hat an welchen Dingen auch ideelle Interessen, bestimmte Vitrinen oder Sachen, die ihm wirklich ans Herz gewachsen sind, dass man das vorher aufteilt. Dann gibt es eine Reihe von Dingen, an denen wirklich keiner so richtig Interesse hat.
Da sollte man sich vielleicht auch Profis holen, die dann vielleicht helfen, zu schauen, gibt es eine sinnvolle Verwertungsmöglichkeit dafür. Ne? Dass man hat, scheut sich ja, das einfach irgendwo wegzuschmeißen, weil es noch teilweise wirklich vielleicht Werte hat, auch im Kopf. Aber da hilft manchmal auch der Außenstehende, der einen Blick dafür hat und sagt, naja, also da kriege ich nicht so viel für. Also sich zusammensetzen, auch manchmal muss man sich da ein bisschen Zeit nehmen dafür. So, Geld gleich Streit. Das ist leider manchmal die Praxis, die ich tagtäglich auch erlebe. Und jetzt kommt eine Erbengemeinschaft zusammen und das Haus wird verkauft. Was passiert mit dem Kaufpreis? Jetzt ist es bei mir häufig so, dass ich eine Bankverbindung habe, aber aus Ihrer Praxis wird der auch öfter mal aufgesplittet. Jeder kriegt direkt seinen Teil. Was sind da so, ich sag mal, tägliche Praxisen? Also es gibt ja immer zwei verschiedene Phasen, in denen sich das Ganze abspielt. Entweder ist die Erbengemeinschaft generell schon einig, wie sie den Kuchen verteilt. Dann kann man schon im Kaufvertrag sagen, wer kriegt jetzt welchen Anteil. Dann zahlt der Käufer nicht an einen, sondern direkt an alle drei oder vier Erben seinen Anteil. Dann bekommt direkt jeder sein Geld. Wenn die Erbengemeinschaft noch nicht abgewickelt ist und auch noch Streit entsteht, ob noch Dinge verrechnet werden, weil der eine schon vorher was bekommen hat oder nicht, oder weil das Testament noch ausgelegt werden muss, dann sollte man das Geld entweder auf dem Konto des Erblassers, also des Verstorbenen, hinterlegen, weil da können dann nur alle zusammen drüber verfügen. Oder man muss es im Zweifel dann beim Notar auf ein anderes Konto hinterlegen und dann am Schluss auszahlen lassen, wenn darüber Einigkeit entsteht. Den Verkauf muss das ja nicht unbedingt tangieren. Man kann das Geld hinterlegen, aber dann muss die Erbengemeinschaft im späteren Zeitpunkt dann sich darüber verständigen, wie es verteilt wird. Okay, vielen Dank. Ja, zusammengefasst kann man eins sagen, Erbengemeinschaften sind häufig unterschiedlicher Meinung und gerade wenn es um das Thema Immobilien geht und auch um Geld geht, dann sollte man sich hier besser vorbereiten, damit am Ende kein Streit entsteht. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben und wenn Sie mehr wissen wollen zum Thema Immobilienwissen, abonnieren Sie unseren Kanal. Bis bald.